Zurück bei Grow Life, heute einmal mehr im Morgengewand, im Pyjama. Ja, als Gegenwehr zu einem Spruch eines lieben Freundes, der mir jetzt in der Früh halb schlafend eingefallen ist, meinte er doch einmal, alles ist schon gesagt, wenn auch nicht von jedem. Ja, das entspricht meinem Geist. Das entspricht dem Zeitgeist, der immer glaubt, er ist am Ende der Weisheit. Doch wir werden jetzt auch in diesem Video einmal mehr beweisen, dass wir vielmehr am Anfang stehen der Erkenntnis und der Weisheit und nicht am Ende. Bevor ich mich unserem Projekt in Ungarn, in Bakonschak, widme, wir machen dort in der Natur, in einer der schönsten Orte in Ungarn, wenn nicht der schönste Ort, ein Konferenzzentrum und Jugendherberge für unsere Seminare und Workshops, möchte ich unsere Aufmerksamkeit lenken auf die Geschichtstheorie. Die Geschichtstheorie. Es gibt ja verschiedene Theorien, wie Geschichte, also die Menschheitsgeschichte, aber auch die Geschichte der einzelnen Menschen selbst ablaufen würde. Da hat man einiges zusammengetragen. Immanuel Kant meinte, die Geschichte wäre eine ständige Auseinandersetzung mit der Freiheit und würde auch einen Zugewinn der Freiheit konstatieren, während Karl Marx das schon etwas konkretisiert hat und meinte, die gesamte Geschichte der Menschheit und Gesellschaft wäre ein einziger Klassenkampf. Natürlich auch wiederum um Freiheit. Das sind lineare Betrachtungssysteme. Die Geschichte der Technologie oder Technik, auch eine lineare Entwicklungsgeschichte. Aber es gibt auch perpetuide, also im Kreis laufende und wiederkehrende Geschichtstheorie mit Epochen, wie zum Beispiel in Indien. Die Tradition sieht da goldenes, silbernes, bronzenes. Heute werden wir dementsprechend im schwarzen, im finsteren Zeitalter des Kali-Yugas seit etwa 5000 Jahren, eine Zeit des Streites und des Zankes und in der auch ja, der Yogi seine Schwierigkeiten hat, sich besser zurückzieht und eben sich aus dem Leben herausnimmt aufgrund dieser, sagen wir, kosmischen Bestrahlung, dem ich nicht so folgen kann. Aus Ermangelung all dieser Geschichtstheorien, grundsätzlich sollte man sie alle zusammennehmen und alle in ihrer Bedeutung wertschätzen. Fehlt mir jedoch da ein ganz wichtiger historischer Strang, den ich wo sonst als in den Büchern des Lebens, besonders in diesem Werk, intensiv auseinandergesetzt habe. Eine neue Geschichtstheorie, die, höre und staune, nicht nur für die gesamte Menschheit gilt, sondern auch für jedes einzelne Individuum. Nennen wir sie die Groische Geschichtstheorie, enthält drei Phasen, die die Menschheit, aber auch schon das Individuum durchmachen. Das heißt, die erste Phase ist einer Kategorie gewidmet, die wir als Einheit kennen. Das heißt, die Einheit mit der Natur, die Einheit des Kindes mit der Mutter und mit der Natur an der Mutterbrust, die Einheit des Menschen mit dem Kosmos, das sind die astrologischen Kulturen und auch Steinzeitkulturen, Bronzezeit auch noch Richtung der Pyramiden als Fortsetzung des kosmischen Stirnaments, Stone Age und so weiter. Und dann hinübergleitend, Schritt für Schritt über längere Zeit, in die zweite Kategorie der Diversität oder Vielfalt oder Vielheit, wo dann weniger der Kosmos ausschlaggebend ist für das Weltbild und das Handeln, sondern vielmehr die einzelnen Dinge, die Dinglichkeit. Wir kennen das als Materialismus, wenn auch dieses Wort. Ja,
Damit, also Fokus auf die einzelnen Dinge. In diesem Zeitalter sind wir heute ganz speziell. Auch der junge Mensch lernt allmählich die Welt als Dinge zu sehen. Ein Baby beginnt zu differenzieren, schon kurz nach der Geburt, nach Personen. Und das erstreckt sich dann bis ins Erwachsenealter. Bis dann die dritte Phase kommen sollte oder kommen kann, nämlich nicht mehr die Phase des Kindes oder des Erwachsenen, sondern des Weisen. Und diese dritte Phase, der gilt mein Augenmerk besonders, denn sie ist für die Menschheit gesehen noch in der Zukunft, liegt noch in der Zukunft. Für einzelne Menschen in allen Zeiten konnte sie sich schon verwirklichen. Sie ist die Phase der Integralität. Was ist die Phase der Integralität? Die erste Phase und die zweite Phase, nämlich die der Einheit und die der Diversität, werden zu einer dritten Phase. Das heißt, in dieser letzten Phase der geschichtlichen Entwicklung werden wir beides beherrschen. Wir beherrschen die Sicht auf den Kosmos, die metaphysischen Gesetze, die auch uns antreiben, Sinn des Lebens, haben wir alles schon besprochen. Und aber auch die Dinglichkeit, das heißt die Werkmäßigkeit, die Beherrschung und Erzeugung der Dinge natürlich im Rahmen des Kosmos. Integralität. Und weil dem noch nicht genug ist, habe ich dem noch eines aufgesetzt, auch damit wir eine Merkregel haben, wie diese Geschichtstheorie eigentlich uns durch den Alltag Tag für Tag begleiten kann, um auch unseren Erfolg eine Strategie und Richtung zu verleihen. Ich nenne sie die Weltformel und lautet: Einheit plus Vielheit ist Integralität. Eine Formel, die uns in allen Dingen den Weg weisen kann. Konstruktion. Nur die Summe der einzelnen Dinge macht das Ganze dann eben aus. Also wir brauchen Hölzer, Nägel, ja, diese einzelnen Dinge, ja, diese einzelnen Materialien müssen wir eben so wählen, dass wir ein Ganzes am Ende dann erhalten. Genauso ist es in der Politik. Nur dem ersten Prinzip der Einheit frönen mit einer Weltregierung oder einem Weltparlament und sonst nichts, also die Entmachtung der Nationalstaaten, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ne? Eine Kombination, also das integrale Modell, das heißt Teilsouveränität der Staaten und auch Kompetenzen einer größeren Vereinigung von Staaten oder der Vereinten Nationen. Genauso ist es natürlich auch in der Wirtschaft und zum Beispiel in der Landwirtschaft. Also nur Fichtenwälder, Monokulturen bringen schnell einen Ertrag, aber nachhaltig sind sie nicht. Dann kommt der Käfer und alles liegt am Boden. Die Weltformel. Einheit plus Vielheit ist Integralität. Meine Geschichtstheorie. Und diese zusammen mit den anderen Theorien ergibt ein großes, komplexes Ganzes, das wirklich alle Bewegungen von Grund auf erfassen und beschreiben kann. Viel Spaß mit den Büchern des Lebens. Warum du anders bist? Weil du dich für solche Themen interessierst.